Hey, da sind wir wieder bei Darksiders 2 und ihr wisst natürlich, nur echte Männer schreien wie kleine Mädchen. Wir müssen jetzt nach Schattenrand, wir sind wieder beim Baum des Lebens. Allerdings können wir hier nicht lange bleiben, denn wir müssen gleich wieder weiter. Wir müssen eben, wie schon gesagt, zum Schattenrand. Ein neues Gebiet, wie es aussieht, ich bin mir nicht ganz sicher, schaut aber sehr danach aus. Und zwar, wo ist denn das? Hier links. Ja, ich muss alleine gehen, ich kann also diesem Weg nicht mit meinem Pferd laufen. Schade. Ich bin nämlich ein bisschen faul. Okay, diese zwei Statuen schauen schon mal ganz nett rein. Die heißen nämlich willkommen hier nach Schattenrand. Bin ich mal gespannt, was mich da gewartet im Schattenrand. Hoffentlich nicht zu viel. Stufe aufgestiegen. Ja, yeah, ich habe gar nichts gemacht. Die irre Königin, erkunde Schattenrand, Baum des Todes. Oh yeah. Es sieht verdammt beschissen aus. Es ist, ja, nicht gut, nicht nett. Keine nette Atmosphäre, davor war es um einiges netter. Gut, wir müssen da durchlaufen. Alles gleich. Es ist eigentlich nur eine andere Ebene, eine andere Dimension sozusagen. Wie sieht man ja auch. Das hier ist die Dimension, die ein bisschen kaputt ist. Geh, wie die Krähe fliegt. Das ist kein Ort für einen Pferd. Ah, ich bin ja so ein Volldodel. Jetzt habe ich wieder meinen Sensenmann geholt. Wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. So, dafür kann ich jetzt mein blödes Pferd rausholen, wenn ich es nicht mehr brauche, wenn ich hier schon fast im Ziel bin. Okay, es scheint düster zu werden. Ich hoffe, dass es nicht zu schwer wird. Hallöchen, meine Freunde. Ja, die sind nicht gerade nett. Was haben wir denn hier? Ah, das ist nur so ein Ding da. Brauche ich nicht. Boah, aber gefällt mir. Passt hier schon ziemlich gut, das ganz düstere Zeugs hier. Da könnte man noch nach oben, aber ich glaube, das bringt sich doch eh nichts, oder? Da ist doch nichts. Ah, doch, hier ist was. Eine Seite des Buches der Toten. Sehr schön, irgendein komischer Mechanismus war da noch. Ey, wer bist denn du? Willkommen im Reich der Finsternis. Ah, der. Reiter. Wenn du mir folgst? Nichts dergleichen. Ich bin gekommen, um Dämonen von ihren Münzen zu trennen. Und du? Um sie von ihren Seelen zu trennen. Sind wir so verschieden? Nicht wirklich. Ich suche nach einem Schlüssel. Aber natürlich. Samael verwahrt viele Wunder in den Kammern unter dem schwarzen Stein. Ich bin gekommen, um das Wenige zu erhandeln, von dem er sich trennen kann. Doch ich fürchte, es ist nicht alles gut im Roten Hof. Samael würde sein Reich niemals so weit ins Nichts gleiten lassen. Nimm dich in Acht vor dem, was du auf Samaels Thron findest. Und wen? Gerüchte sind alles, was dem Trubel entkam. Von einer irren Königin, Lilith, die noch immer an ihrer Herrschaft festhält. Lilith, warum überrascht mich das nicht? Alles. Blame wir nicht lange, ich möchte ein bisschen was verkaufen da. Hammer des Schocks. Hm, na, das bekommst du. Ja, das werde ich gut gebrauchen. Das auch. Na, hoffe ich auch. Ich weiß nicht, mein Hammer des Schocks, den gebe ich her. Der ist ja nicht schlechter als meiner. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht jetzt irgendwas finden, was ein bisschen besser ist als das, was wir haben. Aber das sieht nicht so aus. Bisher. Oh, das hier. Nee. Verzauberte Axt. Ist das jetzt für einen Zweihänder oder? Hm, ich weiß nicht. Das hier wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Schockschaden, Feuerschaden. Feuerschaden ist nice. Komm, die kaufe ich. Ich habe eh genug Geld. Ja. Das passt schon. Aber sonst gibt es ja eh nichts. Oh, fuck. Das hier gibt es aber. Handschuhe. Oh. Kritischer Schaden. Ja, da überlegen wir doch nicht lang. Kritischer Schaden ist immer gut. Das habe ich seit Ewigkeiten selber behalten. Ja, das freut mich. Und wenn wir schon dabei sind, holen wir uns doch das hier. Gibt es da noch irgendwas für einen kritischen Schaden? Ich möchte kritischen Schaden haben, Mann. Die Magie brauche ich nicht. Zorn bei Exekutieren. Chance auf kritischen Schaden, da. Schauen wir, ob wir noch was haben. Ne, da haben wir
Nur das da. Gut, nehme ich. Ich gehe jetzt nämlich voll auf Crit. Das macht eigentlich wirklich viel mehr Sinn. So, das hier nehmen wir. Das war eine bessere Verteidigung, aber ich möchte mehr Schaden machen. Schaden ist nämlich immer besser. So, dann haben wir noch hier auch kritischer Schaden. Und dann haben wir noch da das hier und dann haben wir noch was für kritischen Schaden. Das war das da. Also jetzt sollte ich wirklich reinhauen. So. Ich quatsche aber noch mal ganz kurz mit ihm. Ich muss mich nämlich hier wirklich gut eindecken. Diese Keule da verkaufe ich. Die brauche ich nicht mehr. Das hier auch. Das auch. Und schauen wir, ob er vielleicht noch irgendwas hat. Kann sie nicht wissen. Vielleicht hat er noch eine Zweihandwaffe. Also. Ne, hat er nicht. Hat er nicht, hat er nicht. Handschuhe habe ich auch. Stiefel habe ich eigentlich auch. Ja, drei Handschuhe hatte ich doch keine. Doch, habe ich schon. Na, dann kaufe ich mir noch ein paar Heiltränke natürlich. Die darf man nicht vergessen. Und ein paar Zauntränke. Die sind auch ganz wichtig, weil dann kann ich mich immer wieder auffüllen, wenn ich mal ein bisschen Probleme habe. Was ist jetzt mit dem hier? Warte mal, ich kann doch noch etwas verkaufen. Da hat doch die... Genau, was wollten die eigentlich? Irgendwas kann ich dort dem verkaufen. Ja, genau, die Relikte. Und das hier glaube ich auch. Und sonst nichts mehr. Gut. Ja, ja, sei gegrüßt. Finde die irre Königin. Wir müssen die verdammte irre Königin finden. Machen wir. Sind wir hier bei Schneeflittchen oder was? Egal. Dann sagen wir mal der Königin Hallo. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht so schnell gehen wird. Wir kennen ja mittlerweile Darksiders. Ja, der einfachste Weg wird immer extrem kompliziert gemacht mit tausenden von anderen Wegen. Das ist immer so. Schauen wir mal hier nach oben. Oh, nettes Fenster. Bin mal gespannt, ob mich hier auch wieder Rätsel erwarten oder ob ich jetzt einfach nur zu dieser Königin kann und der in die Fresse hauen kann. Sieht so aus, als ob ich da direkt hin kann. Schön. Holy shit, was bist denn du? Fuck. Danke für die Warnung. Du kannst jetzt rauskommen, Lilith. Au, oh, fette Titten. Wirfst du mir Versteckspiel vor? Du bist tot. Wo du reitest, ist niemand sicher. Nicht einmal deine Mutter. Du bist nicht meine Mutter. Habe ich Absalom nicht aus der vermischten Asche von Engel und Dämon geschaffen? Und wurden aus diesem ersten Nephilim nicht die anderen geschaffen? Sie waren Brüder der Reiter. Und doch hast du Reue gezeigt, als die Reiter die Nephilim abschlachteten. Warum hast du das Amulett nicht in den Abgrund geworfen, wie der Rat es befahl? Warum ihre Seelen verschonen, wenn nicht um deine Sünde ungeschehen zu machen? Meine Sünde? Dieses Verderben wurde in Absalom geboren. Es steigt von ihm auf wie eine schwarze Flut und du, Mutter, musst mir helfen, sie zu stoppen. Wo ist der Dämonenschlüssel? In Samaels Obhut. Doch er ist jetzt fort. Und der Schlüssel ist verschwunden. Oh, keine Sorge, mein Kind. Zeit wie Sünde kann ungeschehen gemacht werden. Hiermit kannst du in die Vergangenheit zurückkehren. Zur Samaels Festung vor seinem Fall und den Dämonenschlüssel finden. Ich bitte dich nur, wenn du den Quell der Seelen erreichst, deinem Herzen zu folgen und den Nephilim auferstehen zu lassen. Oh.
Okay, Mami, machen wir Phasenläufer. Eine weitere Vision des Leerläufers. Er kann nun ein Loch in die Gegenwart und Vergangenheit reißen, wodurch Zeitreisen möglich sind. Sehr schön, jetzt werden wir auch noch zum Zeitreisen. Ja, was es hier nicht alles gibt, Leute. Das ist ein Wahnsinn. Was ist denn das hier eigentlich? Kann ich das noch umhauen hier? Ja, macht aber eh keinen Sinn. Oh, doch, macht Sinn. Ein Buch der Toten, also eine Seite davon. Vervollständige das zweite Kapitel. Boah, schauen wir mal, ob ich das schaffe. Gut, habe ich jetzt irgendwo ein Ziel, wo ich hin muss, Leute? Weltkarte? Ja. Finde Samuel. Ich benutze jetzt einfach diesen Phasenläufer. Muss ich das wieder in Portale machen oder was? Willkommen zurück. Ich war inzwischen recht einsam. Oh, warst du recht einsam? Brauchst ein bisschen Zuneigung, Mami. Oh, das hört sich jetzt ein bisschen falsch an. Okay. Ich habe ja gar keinen Plan, wo ich hin muss. Aber wir haben hier rechts noch eine Tür. Schauen wir, was es denn da gibt. Eventuell geht's hier weiter. Bugs! Habt ihr gesehen? Schon wie merkt steht das davor. Um 10 die Zeit zu reisen. Warte mal, wie komme ich denn da hinüber? Dann muss ich doch da lang. Ah, nee, warte. Sehr schön. Wir sind jetzt wohl wahrscheinlich in die Vergangenheit gereist, wo dieses Gebiet hier noch ganz war. Jawohl, und da drüben habe ich noch eine Seite gesehen, die hole ich mir gleich natürlich. Oder was ist das? Ist das eine Seite? Nee, irgendwas mit besonderen Waren. Fährmannsmünzen, okay. Die hatte ich schon länger nicht mehr. Mein Vögelchen zeigt mir, ich soll da drüben. Oh fuck, was ist los? Ah. Okay, wer bist du? Ein Legionschampion. Dann komm her, Mann. Ich zeige dir, wer der wahre Champion ist. Guck mal, jeder zweite, der du schlagst, ist ein Crit. Oh fuck, jetzt sind es zwei. Yes. Fuck, da vermehrt sich. Und Feuerschaden und Crit auch noch dazu, Leute. Ich bin jetzt verdammt mächtig. Aber die sind auch mächtig. Darf mich hier nicht einlullen lassen von diesen Schweinen. So. Und ein bisschen Leben geholt noch. Es war schon klug hier, diese Keule zu wechseln, dass ich mehr Feuerschaden mache und dann noch zusätzlich auch Crit gehen. Das macht doch einiges mehr Schaden als davor, was ich gemacht habe. Ich hatte ja davor nicht wirklich mich gut ausgerüstet eigentlich. Deshalb bin ich auch die ganze Zeit gefailt. Fuck, wenn wir schon von Failen reden, ich sollte aufpassen, dass ich nicht hier wieder faile. Jawohl. Das was Gutes hier? Ne, nur Verteidigung hat das Scheiß. Hättet ihr euch sparen können, meine Freunde. Hättet ihr euch sparen können. So, der Rabe hat mir gezeigt, dass ich da erst dahin muss. Oder hin sollte, müssen tue ich ja gar nichts. Da ist nämlich zuerst hier hin. Ja, ich weiß eh nicht, ob das irgendwas bedeutet, aber ja, gehen wir mal durch diese Tür einfach. Kann ja nichts Schlechtes sein, oder? Ja, haben wir hier nur eine Kiste oder was? Schauen wir mal. Was ist da drin? Oh, neue Waffe. Oh, verdammte Sense. Diese verdammte Sense ist verdammt gut. Sehr schön. Ja, hier kann man noch hinunter. Gesundheit, mein kleiner Hund. So. Da nach rechts wird sich nichts bringen, aber nach links kann man. Nach links kann man. Da muss ich einen Wallride machen.
Wie bei Skate. Okay, und jetzt hier wohl wieder so ein Doppel-Wall-Run. Also mal nach rechts. Dann abjumpen nach links, dann wieder abjumpen nach rechts, dann rüber. Jawohl. Fuck, macht das Spaß. Ich kann es ja extrem kaum erwarten, endlich Devil May Cry in die Hände zu kriegen. Das kommt ja auch bald. Das kann ich wirklich kaum erwarten. So, da drüben sollte ich jetzt zur blöden Kiste kommen. Nein. Ja, das heißt, wir so ein Legionssoldat auf die Fresse nämlich. Ja, kriegst du auch auf die Fresse. Und Finishing Move. Okay, wie komme ich denn jetzt dahin? Das ist nicht so gut. Ah. Lass dich fallen, Mann. Jawohl. Okay, das hat sich mir nicht wirklich was gebracht. Aber wieso kann ich ihn da runter denn überhaupt? Ja, damit ich von da nachher nach oben kann, oder? Sehe ich das richtig? Nein! Das war ein bisschen zu hastig. Ja, so. Lass dich fallen, Mann. Und... Nee. Ja, wohin jetzt? Muss ich da überhaupt lang? Ist die Frage. Warte mal, da unten kann man ja auch noch mal. Da unten gibt es ja auch noch mal so einen Arm. Ja, aber was bringt sich mit da unten da der Arm? Wie komme ich da hin? Wie zum Teufel komme ich da hin? Und was habe ich da unten diesen Arm? Ach, kack doch drauf, ist ja nur eine blöde Kiste. Obwohl da bestimmt was Gutes drin ist, aber egal. So, den haben wir hier noch schön weg. Oh Mann, ich mache jetzt so viel mehr Schaden als davor. Ah, okay. Wo komme ich da hin? Nein, du bist so ein Vollidiot, Mann. Ich habe mich wieder verdrückt. So, jetzt aber. Ah, und doch hin hier. Ah, wieder eine Seite. Ja, sehr schön, danke, danke. Hm, jetzt sind wir hier oben. Da gibt es ein Hebelchen. Suchst du einen langsamen Tod? Nee, ich suche keinen langsamen. Aber du. Irgendwie wehrt er sich die ganze Zeit. Der hat mich jetzt runtergehauen. Ja, oh, und unten ist noch einer. Aber das ist nur ein Soldat. Sehr schön. Dann habe ich den nicht umgelassen, also muss ich keine Kämpfe gehen, aber ein bisschen schade, weil drum war ein Heiltrank. Kann ich den wieder hoch zu denn? Ich will den Heiltrank haben. Okay, mein Freund, ich komme gleich zu dir wieder. Warum ich bitte nicht, ja, bis ich oben bin. Kriegst mich nie, kriegst mich nicht. Fuck, hat mich geschickt. Ah, komm her, komm her. Du hast meinen Kopf auf den Spieß. Nee, das ist nicht gut. Das lasse ich nicht zu. Das will ich nicht zulassen. Ich habe meinen Kopf nämlich eigentlich ganz gerne. Ich will mich da wohl nicht noch trennen. Na, du bist schon tot. Das hast du von deiner Verteidigung geschwach. So, hier ist also. Da kann ich hier nicht durch. Da kann ich nicht durch. Gut, Leute, ich mache einen kleinen Cut und schauen wir dann, wo es weitergeht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.